Willkommen zurück zu Torchlight 3. Ja, wir machen jetzt mit der Quest weiter. Ich hatte jetzt nochmal gesehen, dass wir ja uns die Quest hier mit den roten und grünen Fädchen jeweils aktivieren oder deaktivieren können. So nerven uns die Fragezeichen auf der Karte nicht, wenn da noch eins ist. Und wir können uns voll konzentriert auf die Geschichte stürzen. Ich würde sagen, das machen wir auch in einem anderen Video. Werden wir denn in Ruhe die Tutorials abklappern. Jetzt geht's aber hier erstmal weiter. Die Freunde kennen wir, glaube ich, von vorhin schon. Jedenfalls waren das so ähnliche. Boah, die batschen aber. Die Schüsse sind auch ziemlich schnell, da kann man nicht wirklich ausweichen. Gucken, ob wir die hier irgendwie so mal ein bisschen cheaten hier. Ah, das klappt nicht ganz. Ich will ja jetzt für die kleinen Wichte nicht so viel Tränke verballern. Oh, da kommt auch einer. Ah, da habe ich schon die verlassene Mine gesehen. Na, einer kommt da noch. Das sind sogar noch zwei. Drei. Ne, zwei. So. Da sind sie auch fast weg. So. Zur verlassenen Mine sollten wir jetzt nicht. Sehen wir das hier irgendwo auf der Karte? Geht zur ausgegrabenen Werkstatt. Okay. Wo könnte man in die Mine rein? Aber da ist nichts dabei. Also die hat mir auf jeden Fall schon gemacht. Was ist er denn für einer? Boah, der hält auch. Och, du Elend. Drei Stück davon. Ne, zwei. Die halten ja ordentlich was aus. Ne, ist nur ein Dicker, aber der reicht auch schon. So. Frisst Kohlen. Ja, ein Baum kann es von mir aus auch die ganze Zeit rennen. Ja, genau, immer dahin. Oh, hier war auch noch ein Schrein. Ah, Augen auf.
rumlaufen hier. Das Gute ist, die brauchen ziemlich lange. Kann man gut abschätzen, wenn man weit genug weg ist und die Anlauf nehmen. You're close to dying. Level up. Da hätte ich mir auch den Trank schenken können. So, ein Schritt zur Seite. Nach trifft er. Boah, sag mal. Fruchtbarer Boden. Wahrscheinlich was Tolles für unsere Basis. Ah, da sehen wir unser Fragezeichen. Boah, sag mal. Ah, unser Begleiter war gestorben, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, der hat gut getroffen. Ich finde die Viecher nerviger als die Endbosse. Gefühlt brauche ich hier das Doppelte an Tränken. Ah, wie gesagt, sorry, ich will hier alles erkunden. Und vom Leveln her ist es auch nicht verkehrt. Aber es ist blöd, wenn man dann in den Dungeon reingeht und man hat nicht die entsprechende Stufe. Das ist ein erheblicher Unterschied. Ich würde wirklich nur in die Dungeons reingehen, wenn man da die entsprechende Stufe hat. Wird einem ja immer angezeigt. Alles andere ist schon sehr schwierig. Weil die Typen gefühlt zwei Schläge brauchen und dann ist man tot.
So, dann haben wir das Bäumchen hier mit. Und was haben wir hier noch? Ein Pilz? Also aus irgendwas, naja. So, mein Inventar ist voll. Herzlichen Glückwunsch. Ach, hier waren wir schon, Mensch. Genau, da hoch müssen wir. So, dieses Eckchen jetzt haben wir nicht. Ah gut, ich glaube, da ist jetzt auch nichts. Kein Eck, schätze ich mal, wo irgendwie was Schönes sein könnte. So, auf geht's. Zur Werkstatt. So, Metall. Ich vermute mal, dass das auch Metall. Jo. Oh, die gehen auch kaputt. So, dann gehen wir mal ganz schnell verkaufen. Ich habe das echt noch nicht raus mit dem Begleiter. Ich weiß auch nicht. Eine Tasse, aber das Menü öffnet sich einfach nicht. Gegenstände, ja. Gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas wisst. You come back with more coin. Ah, ins Portal wieder, genau. Und dann gucken wir uns die Werkstatt mal an. Weil normalerweise lasse ich die grauen Gegenstände liegen. Aber da wir irgendwie nicht so wirklich hier viel Gold finden im Moment, kann man da, gerade auch weil die Tränke nicht billig sind mit 200, sammle ich das dann doch lieber ein. Goblin-Ingenieur. In solchen Goblin-Höhlen findet man eigentlich immer ganz gute Sachen. Oh, ein feuriger Aufseher. Aua. Aber unser Begleiter hält ihn ja ganz gut in Schach. Das ist schon fies. Schießt ja natürlich los, wenn wir da in den Mist stehen.
So, und das war's dann. Viel Grün wieder. Boah, noch einer? Wahnsinn. Ich glaube, den haben wir da eben auf dem Tisch aktiviert. So genau habe ich da gar nicht hingeguckt. So, gleich ist er platt. Ich auch. Schade, Remoulade. So. Stufe 10 sind wir schon, sehe ich gerade. Ist eigentlich mal Zeit für eine Fertigkeit. Oder Fähigkeit. So. Schießt einen Gefallen, aber einen Gegner. Giftblitz, dann lässt. Oh. Eine Pfütze. 90% Schaden von der Brustkanone. Movement Skill. Wir probieren einfach mal hier den Pfeil aus. Das klingt gut. Gleich mal einen Test machen. Ja. Mal schauen, wie sich das mit unseren Kohlen verbindet. Ja, Klingzeit ist, denke ich, auch in Ordnung. Es bleibt irgendwie immer bei wenig Gold, immer nur so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gold. Boah, was ist das denn? Die machen ganz schön Aua, deswegen laufe ich da so schnell weg. Oh, du kriegst mal hier einen Pfeil und alles. Ja, ich finde, das ist in Ordnung mit dem Pfeil. Das später upgraded vielleicht noch. Nachteil, die Gegner müssen natürlich stillhalten, ne? Vergiftetes Feuer, was wir da machen. Na, ja, purzelt auf jeden Fall schneller runter. So, mal gucken. Ach, die Rädchen hatten wir schon. Und da kommen noch zwei Besucher. Metallklumpen. Schrein sparen wir uns mal auf. Wenn wir gleich, wenn wir da auf dem Weg sind. Testexemplar. Klingt nicht gut, was hier abgegangen ist.
Ja, das sage ich auch immer. So, mal da gucken. So, hier nochmal das einsammeln. Ups. Ach, hier kommt gar keiner mehr. Crashkurs. Mal gucken, was uns da erwartet. Toll. Der Schrein hat wieder nur 3 Sekunden gehalten. Oha, kommt aber auch eine Horde. Ja, was ist das denn, ey? Bin mal gespannt, ob wir da mit den 5 Tränken hinkommen. Ich vermute mal ganz stark, nein. Eieiei. Oh, und dann hier mit diesen kleinen Mistdingern. Das wird hardcore. Ja. Boah. Ein dicken Morgenstern da. Ja, ist klar. Oh, ich dachte, wir sind gerade gestorben. Das habe ich echt gedacht gerade. Das wird auf jeden Fall richtig zäh werden. Sobald ich irgendwie stehen bleibe, der kommt ja von überall. Mit seiner Keule oder mit sonst was. Du sollst ihn nicht hauen, sollst Kohlen schießen. Ich versuche das hier so schnell wie möglich zu machen, aber es ist wirklich nicht ganz einfach. Also Bosskämpfe sind immer ein bisschen zäh. Aber da muss man Geduld beweisen und am Ball bleiben. Oder man hat halt genug Tränke, ne? In dem Fall haben wir das zweite. Nicht genug Tränke. Oh. So, komm jetzt. Auch blöd, dass wir hier irgendwie nichts an Lebensregeneration haben. Jetzt trifft man immer der Pfeil. Soll man auf meinen Begleiter gehen, nicht mal auf mich. Wieder seine Keule. Ja, genau, auf ihn. Ah, ich hab's geahnt. So, jetzt sind wir blank. Mein Begleiter ist auch weg.
Oh, jetzt kommen auch noch neue. Ich glaube das alles nicht. Das wird eine richtig schwere Aufgabe jetzt. Und jetzt bin ich gefangen. Auf. Furchtbar. Ich habe auf ihn geschossen. Frechheit. Der hat ja auch nicht getroffen hier. Mein Begleiter ist auch gleich wieder da. Your head has arrived. Jawohl. Und bloß nicht die Keule abkriegen. Ah, lauf doch weg. Oh, Glück gehabt. Oh. Ja, der nächste trifft und das war's. Kostet 200 Gold dann. Puh. Alter, trifft doch mit dem Pfeil. Auch wieder sauknapp. Ich wette, beim letzten Viertel geht es noch mal richtig ab. Kein Trank mehr. Mein Pet sagt auch gleich wieder, ich muss nach Hause. Jo. Oh. Ui. So, oh, dachte schon wieder, aber er hat gesessen. Das gibt's nicht. Der hat ein Leben ohne Ende. Ja, und unser Pet sagt, shit. Ah, das ist ärgerlich. Am Eingang, ich hoffe, der ist noch ein bisschen angebrutzelt. Schade, ich hätte es gerne so gemacht. Wenn die hier nicht so geizig mit den Tränken wäre, ist auch was geworden. Und neue Hansels. Strafe muss sein. Lauf doch weg. Oh, daneben. Oh. Klar, Alter, haut er mich da noch in die Pfütze rein.
Ach Mist. Wieder geschlafen hier. Ach ja, ist einmal da die Luft raus. Das ist echt blöd mit den Tränken. Die so sauteuer sind. Alter, und dann noch nicht mal was Goldenes hier. Nur grüner Mist. Na, vielleicht hat die Boss-Truhe mehr. Nichts bin hier. Für die ganze Arbeit hätte ich mir doch ein bisschen mehr erhofft. Denn auch noch lebensgebunden. Da hätten wir jetzt alles verloren. Ach ja. So, geht zum Trivialposten. So, ich würde vorschlagen, das machen wir auch. So, dann hören wir uns das mal an hier. Rekrut, gute Arbeit bei der Rettung unserer Offiziere. Anscheinend ist Jabba für all das verantwortlich. Wie immer möchte Kenig das eine oder Zaya das andere. Kenig meint, wir sollten Jabba hinrichten und Zaya denkt, wir sollten mit ihm verhandeln. Wir werden Zayas Plan versuchen. Vielleicht bekommen wir etwas Nützliches aus ihm heraus. Sprecht mit Jabba und seht, ob er mit uns kooperieren wird. So. Das werden wir mal machen. Da ist er. Was? Dämlicher Held möchte Jabba helfen, für Geheimnisse tauschen? Ja. Jabba einverstanden. Hier ist Liste. Holt diese Sachen und Jabba hilft. Wird Geheimnis verraten. So, okay. So, geht zur Feuerbrauchfestung. Da ist sie. So, ich werde hier nochmal verkaufen und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich da am Ende zweimal das Zeitliche segnen musste. Gerne einen Daumen hoch oder was in die Kommentare rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.